Bei einem Treffen in Blauestadt durfte ich Han Heretzen kennenlernen und wir haben sofort unsere gemeinsame Liebe zum Fotografieren und Filmen und Geschichten erzählen entdeckt. Ich durfte im Azzurro mit seiner Kamera ein paar Fotos machen, auf denen auch er abgebildet ist. Dann hat er mir etwas über seine Arbeit erzählt und ich war sofort begeistert und ja, es hat Klick gemacht. Wir haben uns spontan verabredet und eine Woche später haben wir an meinem Lieblingsort einen Film gedreht. Dabei geht es um ein paar von den vielen Geheimnissen des großen Meeres in Ostfriesland. Wir wurden verzaubert an jenem Sonntag und vielleicht können wir bald von weiteren Erfolgsgeschichten zwischen niederländischen und deutschen Unternehmern erzählen und berichten. Doch nun lasst uns kurz eintauchen in die geheimnisvolle und zauberhafte Welt des großen Meeres. Und Han, du hast mich gefragt, wie das große Meer entstanden ist. Ja, das sieht man jetzt schon, wenn man hier mal hinguckt. Das entsteht jeden Tag durch Zauberei. Ja, hier vorne zum Beispiel sieht man ja, da hinten ist doch die Nacht. Die Nacht ist da hinten im Westen. Ja, und wir waren ja eben gerade im Morgen, das war auf der anderen Seite dieser Erde, auf dieser Scheibe. Und wenn die Nacht dort langsam verjagt wird vom Tag, dann entsteht das große Meer jeden Tag neu. Wenn man sich das genau anguckt, der Tag hat dieses große Meer auch wieder ganz anders verzaubert. Aber wir stehen zum Beispiel bei diesem Stern. Ne? Da, wo das neu beginnen kann. Dann haben wir hier die ehemalige Badeanstalt. Hier sind jetzt ganz viele Segelboote, hier nicht aufgezeichnet. Die werden wir nachher sehen, wie die dahin gezaubert wurden. Noch diese Zauberküche, in der wir gerade sind, hier mischt der liebe Gott den Tag noch an. Hier vorne werden die Farben bereitgestellt. Dort hinten kommt die schwarze Suppe hoch. Aber wir werden heute erfahren, dass es nicht regnet, sondern die Farben, die jetzt hier in diesem kleinen Farbtopf sind, später aufs große Meer verteilt werden. Aber hier von der Ruhe her, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es hier sehr, sehr angenehm. Ja, in erster Linie bin ich dort, in Holland sagt man Potje Bakkers. Und ich bin als Töpfer hier, habe ich meinen Laden da drüben. Und ja, das ist normalerweise mein Arbeitsplatz. Aber früher haben wir Einzelhändler damit beliefert, mit unseren Keramikzeichen. Und jetzt ist es hauptsächlich nur hier für den touristischen Bereich. Ne? Der Jagdclub ist hier in diesem Areal schon 33 Jahre, aber über 60 Jahre ist er schon hier. Das eine ist mit dem anderen genauso wichtig. Ich brauche auch die Tätigkeit dort in einer Töpferscheibe, aber auch hier mit Leuten Kontakt zu haben. Ja, Bedekaspel war schon immer eine ganz kleine Kirchengemeinde, ein ganz kleines Kirchspiel. Wir haben ungefähr 250 Gemeindeglieder hier, die sich dann aber auch nochmal aufteilen in drei verschiedene Gebiete. Und zwar einmal das Gebiet auf dieser Seite des großen Meeres und auf der gegenüberliegenden Seite. Das ist dann ungefähr eine Entfernung von rund 11 Kilometer. Die sogenannte Bedekaspeler Marsch gehört auch
dazu. Und dann haben wir hier natürlich ein ganz großes Feriengebiet, in dem auch vereinzelte Gemeindemitglieder fest wohnen. Ja, das war so, dass vor einigen Jahren ein kräftiger Sturm unseren Hahn vom Dach geweht hat. Und dieser Hahn lag dann hier unten etwas zerbeult und zerdetscht auf dem Fußboden. Und unser Küster wollte ihn dann sozusagen retten und hat sich eine Schubkarre geholt. Und als er wiedergekommen ist, da war die Hahn weg. Alle Versuche und alle Bemühungen, den Hahn irgendwo wiederzufinden, sind gescheitert. Man hat rumgefragt, man hat geguckt, wir haben alles abgesucht. Der Hahn war und blieb einfach verschwunden. Und das war dann über ein Jahr, dass der Hahn weg war. Aber wir wollten unsere Kirche nicht ohne Hahn lassen, haben deshalb einen neuen Hahn in Auftrag gegeben, den oben auf das Dach anbringen lassen, was mit auch durchaus einigen Kosten dann verbunden war. Und wenige Wochen nachdem der Hahn angebracht war, stand der alte Hahn auf einmal wieder hier vor der Tür mit einem Brief um den Hals, den Hahn sozusagen mitgenommen hat. Auf dem Brief stand nur, dass er bis in den Süden Europas gekommen sei und dort aber sich nicht wohlgefühlt habe und deshalb nun wieder zurückgeflogen sei. Und seitdem haben wir hier in Bethekaspel einen Hahn auf dem Dach und eben einen Hahn. Also hier wirklich sitzen, also Sie sehen den Regen von an, also Sie kommen nicht rüber. Ja, wie jetzt auch, wenn es regnet. Dann regnet es da und da. Aber da